Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Irak haben Regierungstruppen, kurdische Peschmerga-Kämpfer und Verbündete der Anti-IS-Allianz mit einer Großoffensive auf die irakische Stadt Mosul begonnen. Sie gilt als Hochburg der IS-Terrormiliz. Bis zu 4.500 Dschihadisten sollen sich in der strategisch wichtigen Großstadt im Norden des Landes befinden. Der IS hatte die Wirtschaftsmetropole vor mehr als 2 Jahren unter seine Kontrolle gebracht. Kurdische Peschmerga-Einheiten rücken aus dem Osten vor Richtung Mosul. Bis auf 20 Kilometer sollen sie sich an die letzte Hochburg der Terrormiliz IS im Irak herangekämpft haben. Aus dem Süden greift die irakische Armee den IS an. Einige Dörfer vor Mosul haben die Dschihadisten offenbar schon räumen müssen. Doch auch die Angreifer erleiden Verluste. Diese Aufnahme soll die Explosion einer Autobombe zeigen, die ein Selbstmordkommando des IS in die Reihen der irakischen Armee gelenkt hat. Ich erkläre hiermit den Beginn der heldenhaften Operation zur Befreiung Mosuls vom Terror des sogenannten Islamischen Staates, so Ministerpräsident al-Abadi in der Nacht. Hoffentlich bald werden wir die endgültige Rettung Mosuls feiern können. Die irakische Armee hat den IS bereits aus Tikrit, Ramadi und Fallujah vertrieben. Auch heute gibt es Erfolgsmeldungen. Doch der eigentliche Kampf um Mosul wird erst beginnen, wenn die Angreifer unmittelbar vor der Stadt stehen. Etwa 4.500 IS-Kämpfer sollen sich dort verschanzt haben. Die Vereinten Nationen fürchten, dass in den nächsten Wochen bis zu 200.000 Menschen aus Mosul fliehen werden und versorgt werden müssen. Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Nahrungsmittelhilfe schon jetzt nicht ausreicht. Die meisten Organisationen konzentrieren sich derzeit auf Mosul, sagt dieser Mitarbeiter einer deutschen Hilfsorganisation. Das hat bei uns hier bereits einen spürbaren Mangel hinterlassen. Der IS ist im Irak auf dem Rückzug. Jetzt hat offenbar die letzte Phase der Rückeroberung von Mosul begonnen. Der Kampf dürfte über Wochen gehen. Zur humanitären Situation in Mosul jetzt Volker Schwenk, live aus Kairo. Schrittweise wird die irakische Armee mit ihren Verbündeten jetzt den Ring um Mosul enger ziehen, um die Terrormiliz IS vom Nachschub abzuschneiden. Und damit wird natürlich auch die Versorgung der Zivilisten in der Stadt immer schwieriger. Immerhin noch geschätzt 1 Million Menschen. Sie sind jetzt in ernster Gefahr. Es ist nicht davon auszugehen, dass der IS Rücksicht nehmen wird auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Sie könnten Opfer von Bomben- und Artillerieangriffen werden. Und wenn sie zu fliehen versuchen, dann werden sie von IS-Scharfschützen oder Sprengfallen verletzt oder getötet. Zwar ist der IS endgültig noch lange nicht besiegt, aber im Irak ist er in der Defensive. Wahrscheinlich wird er den Kampf um Mosul am Ende verlieren. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Preis, den die Zivilisten dafür werden zahlen müssen. Und damit zurück zu Linda Zervakis. An der Offensive auf Mosul beteiligt sich ein breites Militärbündnis. Einen Überblick über die Akteure geben wir Ihnen auf tagesschau.de. Die Offensive im Irak war bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg heute nur am Rande ein Thema. Bei den Gesprächen ging es vor allem um eine mögliche Verschärfung von Sanktionen gegen Russland wegen der Bombardierung der syrischen Stadt Aleppo. Zwar sprachen die Minister von möglichen Kriegsverbrechen, weitere Sanktionen wurden aber nicht beschlossen. Am Abend kündigte Russland für Aleppo eine 8-stündige Feuerpause am Donnerstag an. Besonders schwere Bomben sollen es gewesen sein, die in der letzten Nacht in Aleppo eingeschlagen sind und Wohnhäuser getroffen haben. Mindestens 1 Dutzend Menschen starben. Nicht nur die syrische, auch die russische Luftwaffe bombardiert Aleppo. Frankreich und Großbritannien fordern deshalb jetzt eine härtere Gangart gegenüber Moskau, Assads Verbündeten. Sanktionen nicht ausgeschlossen. Wir prüfen alle Möglichkeiten, stärkeren Druck auszuüben, vor allem auf das Assad-Regime, aber auch auf seine Alliierten. Über die Frage, Sanktionen oder nicht, gibt es Streit. Am Ende findet sich unter den Außenministern keine Mehrheit dafür. Es bleibt bei einem Appell der EU, die Luftangriffe auf die syrische Bevölkerung einzustellen. Wir haben hier ganz konkret diskutiert, ob uns Sanktionsbeschlüsse heute weiterhelfen würden, mit Blick auf die Verbesserung der humanitären Zugänge. Und das hat eigentlich keiner in der ganzen Runde am Ende bejahen können. Dass Russland sich am Abend zu einer 8-stündigen Feuerpause bereit erklärt, reicht der EU nicht. Es sei lediglich ein erster Schritt, heißt es.
Luxemburgs Außenminister Asselborn brachte es auf den Punkt. Man habe keinen Knopf, auf den man drücken könne, um die Kämpfe in Aleppo zu beenden. Doch nicht nur im Syrien-Konflikt zeigt sich die Europäische Union ratlos. Auch der Streit über Sanktionen gegen Moskau macht deutlich, Europa hat keine gemeinsame Linie im Umgang mit Russland. Im Ring um die Zukunft der angeschlagenen Supermarktkette Kaisers Tengelmann werden jetzt Fakten geschaffen. Der Eigentümer sucht seit heute für einen Teil der Filialen nach Käufern. Zuvor waren alle Bemühungen gescheitert, eine Zerschlagung abzuwenden. Eine Erlaubnis von Wirtschaftsminister Gabriel für den Verkauf der Kette an Branchenprimus Edeka wurde auf Betreiben von Konkurrenten vom Gericht kassiert. Über eine Aufteilung konnten sich die Supermarktriesen nicht verständigen. Heute hat die Supermarktkette Kaisers Tengelmann erste Filialen zum Verkauf angeboten. Das Unternehmen wird versuchen, Pakete zu schnüren und mehrere Filialen an einen Käufer zu verkaufen. 8.000 der rund 15.000 Arbeitsplätze sind gefährdet. Ich bin 40 Jahre im Unternehmen und ich kenne nichts anderes wie Kaisers. Fällt mir sehr schwer. Bundesweit hat das Unternehmen gut 400 Filialen. Im Großraum Berlin, in Bayern und allein 107 in Nordrhein-Westfalen. Diese 107 werden nun zuerst Interessenten angeboten. Eigentlich hatte Edeka Tengelmann komplett übernehmen wollen. Tengelmann-Besitzer Haupt will deshalb jetzt Edeka den Vorrang einräumen. Doch auch das könnte kartellrechtlich problematisch sein. Wo Edeka in einem Viertel, in einem Stadtteil schon stark ist, da wird man Edeka eher untersagen, Kaisers Tengelmann-Filialen und damit Marktanteile dazu zu kaufen. Wo das nicht der Fall ist, bestehen keine kartellrechtlichen Bedenken. Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen Tengelmann und den anderen Handelsketten Rewe, Edeka, Markant und Norma beschäftigt das Thema erneut die Politik. Und in einem sind sich die Bundeskanzlerin und der Bundeswirtschaftsminister vollkommen einig, nämlich dass die beteiligten Unternehmen nichts unversucht lassen sollten, doch noch eine Einigung herbeizuführen, eine einvernehmliche Lösung im Interesse der betroffenen Menschen. Verhandlungen und Verkauf könnten sich noch über Wochen hinziehen. Die Zukunft der Mitarbeiter ungewiss. Bei der Parlamentswahl in Montenegro haben die pro-westlich orientierten Sozialisten die absolute Mehrheit verfehlt. Ministerpräsident Djukanovic, der Montenegro gegen den Widerstand der Opposition in die NATO führen will, ist jetzt auf Koalitionspartner angewiesen. Eine Regierungsbildung gilt als schwierig. Die Wahl wurde als Richtungsentscheidung gewertet, ob sich Montenegro enger an den Westen binden oder eher an Russland orientieren soll. Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen ist heute von einer schweren Explosion erschüttert worden. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben, weitere 6 wurden schwer verletzt. 2 Personen werden noch vermisst. In Ludwigshafen hat die BASF ihren Hauptsitz. Auf dem riesigen Werksgelände entlang des Rheins arbeiten fast 40.000 Menschen. Zur Explosion kam es bei Rohrleitungsarbeiten am Landeshafen Nord. Dort werden auch brennbare Flüssigkeiten umgeschlagen. Feuerbälle, eine hunderte Meter hohe Rauchsäule, kilometerweit zu sehen. Der Grund dafür bislang unklar. Fest steht, dass es gegen 11.30 Uhr bei Arbeiten an einer Versorgungsleitung der BASF im Landeshafen Nord zu einer Explosion kam. Welche Stoffe dabei verbrannten, auch das bisher unklar. In dem Hafen werden nach Angaben des Unternehmens Flüssigkeiten und unter Druck verflüssigte Gase verladen, brennbare Stoffe, eine wichtige Rohstoffversorgung für den Konzern. Die BASF hat die Produktion sicherheitshalber stillgelegt. Auch die 2 sogenannten Steamcracker, Herzstücke der Produktionsanlagen, die mit Dampf Rohbenzin aufspalten. Ein wirtschaftlicher Schaden, der heute jedoch irrelevant sei, sagt der Werksleiter. Mehrere Menschen in der Umgebung klagten über Atemwegsbeschwerden. Die Feuerwehr forderte die Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit. Bisher sind keine Gefährdungen der Bevölkerung im Umfeld messbar. Die Messwagen der BASF, die Umweltmesswagen der BASF sind pausenlos im Einsatz. Und wir haben bisher keine Gefährdungen feststellen können. Der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten werden wohl noch andauern bis in die Nacht. Bundestagspräsident Lammert will sich überraschend aus dem Parlament zurückziehen. Er werde bei der nächsten Bundestagswahl nicht wieder antreten, schrieb Lammert an seinen CDU-Kreisverband Bochum. Es sei Zeit für einen Wechsel. Lammert gehört dem Bundestag seit mehr als 35 Jahren an. Seit 2005 hat er das Amt des Bundestagspräsidenten inne.
In Dresden sind heute tausende Menschen für Weltoffenheit und Mitmenschlichkeit auf die Straße gegangen. Mit einem von der Stadt organisierten Bürgerfest und Demonstrationen sollte ein Zeichen gegen Pegida gesetzt werden. Die islam- und fremdenfeindliche Bewegung hatte gestern ihr zweijähriges Bestehen gefeiert. Bürgermeister Hilbert sagte, die Straßen dürfen nicht denen überlassen werden, die sie für Hetze und Rassismus missbrauchten. Dresden ohne Hass und Hetze stand auf Plakaten, die Demonstranten mit sich trugen. Die Menschen wollten über die ganze Stadt verteilt zeigen, dass sie die Mehrheit sind, dass ihre Stimmen lauter sind als die von Pegida. Im Stadtzentrum vereinigten sich die Demonstrationszüge ganz in der Nähe des Theaterplatzes, an dem sich montags sonst Pegida-Anhänger treffen. Seit 2 Jahren ist es einfach ein schreckliches Bild für Dresden. Wir wollen das nicht hier. Mich kränkt die öffentliche Stimmung gegen Flüchtlinge. Mich kränken die Aufläufe, die Aufmärsche. Und ich möchte zeigen, dass nicht alle Deutschen so denken. Zum Dresdner Bürgerfest auf dem Neumarkt versammelten sich zudem einige tausend Menschen. Dresden zeigt dich, so der Aufruf hier. Für Ministerpräsident Tillich ist das Bürgerfest ein Zeichen gegen die Vereinnahmung der Stadt durch Pegida. Ob man sie stoppen kann, weiß ich nicht. Aber man sollte sich darum bemühen, dass man wieder zur Sachlichkeit zurückfindet. Indem man pöbelt, indem man verunglimpft, indem man sich anschreit, kommt kein Gespräch zustande. Angekündigte Störungen von Pegida-Anhängern sind bis zur Stunde ausgeblieben. Die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf. Für seine Novelle Widerfahren ist wird der Autor Bodo Kirchhoff mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. In seinem vielschichtigen Text verwebe Kirchhoff auf meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander, heißt es in der Begründung der Jury. Der Deutsche Buchpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Branche. Verliehen wird er vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse. Gerührt und überrascht war Bodo Kirchhoff bei der Verkündung des Preises am Abend. Dabei war seine Novelle Widerfahrnis als Favorit gehandelt worden. Kirchhoff gilt als einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartsautoren. Die Preisverleihung in Frankfurt am Main, für den Wahlhessen ein Heimspiel. Für mich bedeutet dieser Preis heute eine Bestätigung meiner Arbeit, aber auch meines Seins in dieser Stadt. Bodo Kirchhoff ist Grenzgänger. Er lebt in Frankfurt, die Sommer verbringt er am Gardasee. Auch sein jetzt ausgezeichnetes Buch Widerfahrnis spielt in beiden Ländern. Kirchhoff lässt 2 einsame ältere Protagonisten nach Italien fahren. Dort geraten sie in den Trubel ankommender Flüchtlinge. Das Buch beschreibt, was beiden widerfährt, wie sie mit der Flüchtlingskrise an der Küste umgehen. Die Kritik lobte, Kirchhoffs Sprache sei von seltener und traditioneller Eleganz im Gegensatz zur politischen Debatte. Ich versuche, über eine einfache Geschichte eine Sprache für das zu finden, das bei uns seit etwa einem Jahr sprachlich immer ungenauer, immer verwilderter und immer schlagworthafter wird. Der Deutsche Buchpreis 2016 für Kirchhoff ist deshalb auch ein politisches Statement. Die Anerkennung ist mit 25.000 Euro dotiert. Der VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Dieter Hecking getrennt. Damit zog der Klub die Konsequenzen aus dem enttäuschenden Start in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Das Training soll vorerst U23-Coach Ismael übernehmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Oktober. Wolken des Tiefs bei Schottland sorgen morgen für wechselhaftes Wetter. Dabei bleibt es vorerst noch recht mild. Im Süden sowie in der Mitte regnet es in der Nacht gebietsweise, im Süden einzelne Gewitter. Von der Nordsee bis zum Saarland klart es auf. Am Tag regnet es im Osten und Südosten, bis zum Abend ziehen sich die Wolken an die Oder zurück. Sonst ist es teils wolkig, teils freundlich oder sonnig, später im Westen und Nordwesten neuer Regen. In der Nacht 11 bis 4 Grad, am Tag 10 Grad im Bayerischen Wald und 18 Grad in der Altmark. Am Mittwoch wolkenreiches, windiges, kühles Wetter mit Schauern und Gewittern im Norden. Auch am Donnerstag unbeständiges Wetter, Schneeflocken oberhalb von 1.100 Metern. Daran ändert sich auch am Freitag nichts. Wir melden uns um 22.50 Uhr mit diesen Tagesthemen. Sturm auf Mossul, der Anfang vom Ende des IS und 2 Jahre Pegida zwischen Unzufriedenheit und Hass. Fragen von Karim Joska an die Publizistin Caroline Imke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.